Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch bei diesem wunderbaren Wetter zurück nach Minecraft. Wir sind immer noch auf der Suche nach Bienen. Ihr erinnert euch, letzte Folge sind wir ein bisschen losgetigert auf der Suche nach so einer kleinen süßen Biene. Ich will sie einfach sehen, das hilft jetzt nichts. Es sah schon ein bisschen vielversprechend aus, aber irgendwie war es doch noch nicht das richtige Biom. Und deswegen bewegen wir uns einfach erstmal ein bisschen weiter in der Hoffnung, dass wir irgendwann auf ein passendes Biom treffen. Also erkunden wir einfach mal wieder ein bisschen unsere Welt und schauen, was wir so alles finden. Es wäre schlau von mir gewesen, vielleicht irgendwann mal die dünnen Map aufzumachen nebenbei, dass man weiß, wo man hinläuft, aber du. Man kann auch mal ein bisschen einfach mal erforschen und entdecken. Solange wir nicht im Kreis laufen, ist alles cool. Mann, wie viele Wölfe hier sind. Hallo. So, mal gucken hier. Da ist noch einer. Au! Dort bin ich in so einen Bärenbusch gelatscht. Das kennt ihr ja von mir. Ich als Fuchs sollte es eigentlich besser wissen. Ha, das sieht gut aus. Das könnte es hier sein. Das könnte das Biom sein. Das könnte es sein. Das Problem ist halt nur, dass es regnet. Und beim Regen ziehen sie sich, glaube ich, zu ihrem Nest zurück. Wir schauen einfach mal. Aber das hier ist jetzt biommäßig eigentlich ganz cool. Hier sind Kühe, hier sind Pferde, hier sind Blumen. Oh, hier ist ein kleines Babypferd. Oh Gott, du bist ja knuffig. Ihr lauft alle gar nicht so flüssig, wie ich mir das wünschen würde. Aber naja, wir haben ja auch alles wieder hochgedreht. Wo sind die Bienen? Also hier haben wir eine gute Chance, Bienen zu sehen. Das sieht hier nicht verkehrt aus. Hier könnten durchaus ein paar Bienen auftauchen. Das Wetter macht uns gerade ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Es gibt dann halt so Bienenhives. Also so. Was ist das denn auf Deutsch? Bienenkörbe. Nester. Ein Bienennest. Wo die sich hin zurückziehen und ich weiß leider nicht, wie das aussieht. Das heißt, ich könnte jetzt nicht... Also wir versuchen mal etwas zu finden, was irgendwie einem Bienennest ähnelt. In eckig. The Ferryman joined the game. Moin, moin. Wir werden mehr. Wir werden wieder mehr. Ich habe ja gedacht, tatsächlich hier so krisenmäßig, alle müssen zu Hause bleiben. Dass da... Richtig, der Server explodiert, aber tatsächlich ist gar nicht so viel los. Und? Ich glaube, Eislaufen geht wirklich nur, wenn man von der glatten Oberfläche drauf zuläuft. Reinspringen oder so geht nicht, damit man sich wahrscheinlich auch nicht die Beine bricht oder so. Also hier sehe ich immer noch keine Bienen. Ich will jetzt Bienen haben. Sie wurden auf jeden Fall schon gesichtet. Es gibt sie wirklich. Es wurden schon Screenshots gepostet. Also, sie sind da. Sie sind auch hier bei uns in unserer Fuchswelt angelangt. Die Frage ist nur, wo sind sie? Wo sind die Bienen? Ich finde hier alles Mögliche. Jetzt haben wir auch noch Nebel. Ist ja alles da, nur keine Bienen. Schafe, Schweine, kleine Babypferde, voll süß. Keine Bienen. Wir gehen mal hoch. Hier, wo wir schon da sind. Aha. So, eben kurz einen Blick auf meine Uhr werfen. Okay. Hätte ja was Wichtiges sein können. Auch hier, ne, wenn ich einen Block anhaue, dass er so dunkel wird, das ist auch noch ein Bug. So, wenn wir schon mal gerade da sind und hier das Zeug sehen, ne, dann kann man das ja auch mal abernten. Die benötigen das ja noch für unser Treppenhäuschen.
Dann war unsere Exkursion schon mal auch nicht komplett sinnlos. Auch wenn wir keine Bienen finden. Aber ich bin ziemlich sicher, wir werden noch Bienen finden. Also alleine deswegen schon, weil ich nicht aufhöre, bevor wir nicht eine Biene gefunden haben. Ne? Also, ganz klar. Ich will die jetzt sehen. Ich habe mich die ganze Zeit so auf die Dinger gefreut. Ich habe dieses kleine, süße Fanart dieser Bienen gesehen. Habe ich auch gepostet im Discord. Das ist doch knuffig. Und deswegen muss das jetzt auch passieren. Aber wir schaffen das. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Essen einpacken sollen. Selbst Alpakas finde ich ohne Ende. Oh, kleine Babys. Gottes Willen, süß. Na, ihr seid ja voll tuffig. Ist alles da, ne? Nur keine Bienen. So, jetzt gehen wir wieder in den Wald. Die können auch in einem Blumenwald auftauchen. Aber das sieht für mich nicht aus. Der Blumenwald war, glaube ich, wirklich einfach nur eine Ebene, wo ganz viele Blumen sind. Da waren, glaube ich, keine Bäume. Da ist wieder ein Wölfchen, noch ein Wölfchen, noch ein Wölfchen. Schweine und Schafe, Kühe. Wir haben so ziemlich alles entdeckt an Tier, Welt, Reich. Was es so gibt, nur halt keine Bienen. So, wir laufen mal eben übers Wasser. Das ist ja das Schöne, wir können das ja. Das ist schon ein sehr praktischer Zauber, muss ich sagen. Da kannst du sprichwörtlich übers Wasser gehen, ne? Hier da vorne, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier könnten wir erneut Bienen vorfinden. Ich glaube, ich ziehe in die Wüste, um dort kriege ich nichts vom Wetter mit. Es ist echt schlimm. Wir machen jetzt mal wieder Sonne. Ah, herrlich. Als hätte das nie geregnet, ne? So, man, hin und wieder müssen wir auch mal ein bisschen Gott spielen. Das hilft so nichts. So, jetzt schauen wir uns mal hier um. Hier könnten auch Bienen auftauchen. Ich dachte, das wäre eine, aber es ist einfach nur ein gelbes Huhn. Schade. Es hätte eine Biene sein können. Da ist ein Schwein, da ist noch ein gelbes Huhn. Schafe, Hühner. Wo sind die Bienen? Wieder ein gelbes Huhn. Wir definieren das einfach als Biene und dann sind wir glücklich, oder? Schwarzes Huhn. Ja, Blaufuchs und die Suche nach der Biene. Irgendwo wird sie sein. Irgendwo versteckt sich eine kleine süße Biene für uns. Ich bin mir ziemlich sicher. Da sind wieder Blumen. Ich würde ja so in der Nähe von Blumen suchen, muss ich ja sagen, ne? Da würde ich davon ausgehen, dass sie sich irgendwo hier aufhalten. Ich weiß noch gar nicht, wie hoch die sind. Muss ich da eher oben gucken? Muss ich unten gucken? Wie hoch fliegen die rum? Ihr Kühe, habt ihr eine Biene gesehen irgendwo? Ich suche Bienen. Das sind so kleine... Oh nein, es ist keine Biene. Ich hatte mich erst gefreut, aber es ist keine Biene. Es ist einfach nur eine gelbe Blume. Weil die sich so bewegt hat, sah das ein bisschen so aus, als wären das Flügel, die schlagen würden oder so. Ihr seht schon, ich sehe schon langsam Gespenster, so Fata Morgana-mäßig, weil man sich es einfach so sehr wünscht. Oh Gott, wir haben so viele kleine Babypferde gesehen. Ist das nicht süß? Unfassbar. Tja. Aber keine Bienen. Wo sind nur die Bienen?
Ah, es geht hier noch weiter. Ach ja, ich kann über Wasser laufen. Ich vergesse es immer wieder. Es ist für mich immer wieder neu. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. So, vielleicht sind hier irgendwo welche. Hier sind immerhin sehr viele Blumen. Also wir sind hier biomsmäßig richtig, meiner Meinung nach. Nach dem, was ich auf Wikipedia gesehen habe, ich habe mir so einen Screenshot angeguckt. Das sieht aus wie das, was wir suchen. Und da sind doch Blumen. Und da sind doch andere Tiere. Also sollten doch hier auch irgendwo... Och, Lava, wie nett. Sollten doch hier irgendwo auch Bienen rumlaufen. Fliegen. Gleiten. Sie müssen gleiten. Das sieht gefährlich aus. Da wollen wir lieber nicht reinfallen. Ich würde mich da jetzt ja reinstürzen aus Neugierde, was wir alles für Schätze dort entdecken. Aber heute ist nicht der Tag, um nach Schätzen zu suchen. Heute ist auch nicht der Tag, diese armen Kühe ihres Leders zu berauben. Heute ist der Tag, an dem wir nach Bienen suchen. Also 10 Folgen später, Fuchs läuft immer noch durch die Walachutten auf der Suche nach Bienen und verhungert langsam, weil ihm das Brot ausgeht. Also wenn ihr irgendwo eine Biene seht, ihr müsst schreien. Guckt ganz genau mit. Hier ist alles voller hohem Gras. Sie können sich überall verstecken. Überall zwischen diesen Grashalmen können sich die Bienen verstecken. Ich habe leider kein Zuckerwasser oder sowas mit dabei, um sie anzulocken. Lediglich eine Blume. Bini, 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 Bini. Wir müssen Summgeräusche machen. Ich wollte da jetzt einfach reinspringen. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir sind ja bei uns aktuell wieder so ein bisschen im VR-Hype, weil Half-Life Alyx ja rausgekommen ist und ich habe es jetzt schon ein bisschen angefangen zu daddeln. Noch nicht allzu weit, 2,5 Stunden, knapp 3 Stunden. Und bis jetzt muss ich sagen, ist es verdammt großartig. Also, wer ein VR-Headset hat, kommt mal eigentlich nicht drum rum. Es ist wirklich, also bis jetzt glaube ich, das immersivste und qualitativ hochwertigste VR-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Und es ist einfach so genial. Und da das Ding jetzt aktuell eh angebaut ist, ich habe sogar meine Sensoren an die Decke angeschraubt, ich habe das mal hier so richtig fest und professionell installiert, würde ich sagen, habe ich gedacht, naja, es gab ja auch für Minecraft so einen VR-Mod, dass man dann in Minecraft in VR spielen kann. Und da dachte ich mir, da gucke ich mir doch mal unseren Fuchsbau-Server in VR an. Würde mich mal interessieren, wie unsere Welt so aussieht, wenn man richtig drinne ist, ne? Wenn man dann wirklich vor den Gebäuden steht und nach oben gucken kann und nach unten gucken kann und so weiter. Und leider gibt es den Mod aber bis jetzt nur bis zur 1.14.4. Die 1.15 ist leider noch nicht drin. Schade. Insofern muss man da noch ein bisschen Geduld haben. Man kann aber überlegen, ob wir das dann auch als Let's Play beispielsweise dann einfach hier so wie normale reguläre Folgen machen. Mal irgendwie so ein paar Folgen VR, 2, 3 Stück. Ich weiß nicht, das ist natürlich zum Zugucken nicht ganz so spannend. Aber könnte auch ganz witzig sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock hättet, mal so 2, 3 Sonderfolgen VR einzubauen, wo wir uns einfach quasi Servertour VR-mäßig ein bisschen angucken. Das zum Zugucken auf YouTube, da wird einem gegebenenfalls ein bisschen mulmig, weil ihr halt dann meinen Blickwinkel oder mein Blickfeld seht, wie ich mich durch die Gegend bewege und gucke. Aber es könnte ganz witzig werden. Haut mal einfach in die Kommentare rein. Ob ihr da Bock drauf hättet oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall so oder so mir mal angucken, weil mich es einfach interessiert, wie unsere Welt in VR aussieht und wie sich das so wieder anfühlt. Ich habe das ganz früher mal gemacht, aber so lange her. Na ben! Es regnet schon wieder, komm. Ich mache mal das Wetter wieder clear. Das geht mir jetzt schon auf den Sack, ohne Spaß. Ich finde Wetter ja cool. Ich fände es aber schön, wenn ich es irgendwie einstellen könnte, wie oft es regnen soll. Weil so also gefühlt regnet es nur. Wirklich, also es ist nicht mehr normal. Es regnet nur noch. Das ist einfach zu viel. Wenn das so hin und wieder mal regnet, finde ich es ja cool. Aber es regnet halt nur. Es regnet mehr, als dass es trocken ist. Und dann, keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob es einen Mod gibt. Also ich habe schon mal geguckt, ob es ein Plugin gibt, womit man einfach die Regenhäufigkeit irgendwie konfigurieren kann. Ich habe aber nichts gefunden. Also nur Sachen, die so unfassbar alt sind, dass sie halt nicht mehr gehen. Ne? Man braucht halt irgendwas Aktuelles. Also wenn da irgendjemand von euch vielleicht auch Minecraft-Server am Laufen hat und kennt da irgendwie ein Plugin oder sowas oder weiß, wie man es einstellen kann, auch gerne in die Kommentare posten. Ich wäre dankbar über jedweden Rat, der uns von diesem Dauerregen hier erlöst. Ich mache, glaube ich, das Wetter auch so lange erstmal wieder aus. Da ging's los.
Faxe, ey. Falls. Ich mach mal das Wetter erstmal wieder aus. Dann haben wir hier ein bisschen Ruhe und können entspannt nach den Bienen suchen. Nach der Aufnahmesession mache ich es wieder an. Da kann der Rest mal ausprobieren, wie schlimm es ist, ne? Und mir berichten. So, wir erklimmen jetzt den Berg und wandern mal ein bisschen in diese Richtung, in der Hoffnung, irgendwann mal ein paar Bienen zu sehen. Ich mach mal gleich die Dünenmap nebenbei noch auf. Ah, ich habe die eh resettet. Insofern so wirklich reliable ist sie sowieso nicht, weil alles, was in der Nähe von New Foxington ist, nicht mehr aufgedeckt war. Insofern können wir nicht so ganz nachgucken. Aber man kann wenigstens ein grobes Gefühl dafür kriegen, ob wir jetzt wirklich weglaufen in neue Gebiete oder ob wir uns irgendwie im Kreis drehen oder sowas. Ich werde das gleich mal checken. Genau das, was die Kuh sagt, ne? Wisst ihr Bescheid? Da wisst ihr Bescheid. So. Immerhin entdecken wir ein bisschen die Welt, ne? Das sieht auch hübsch aus hier. Ist auch so ein Tal, da könntest du richtig schön dir ein Häuschen dahin zimmern. Genau hier so an die Ecke mit einem kleinen Steg. Richtig hübsch ist das hier. In so einer kleinen Senke, ne? Moin, ihr Kühe, bei euch alles tutti oder was? Läuft? Ja, moin, habt ihr Bienen gesehen? Ich bin auf der Suche nach Bienen. Wanted Bienen. Bin für jede Information dankbar. Alter, unfassbar. Haben wir schon mal irgendwas so lange gesucht? Füchse war auch so eine Kiste, ne? Da haben wir auch ganz schön lange gesucht, bis wir den ersten zu Gesicht bekommen haben. Das, was die Füchse damals waren, sind jetzt die Bienen. Ja. Ich hätte auch mal fragen können, ob irgendjemand schon welche gefangen hat. Dann hätte man sich da vielleicht einfach einen abholen können. Aber das macht ja nicht so viel Spaß, wie selber auf die Jagd zu gehen, ne? Das ist so Animal Crossing Style hier. Das Netz rauspacken und los geht's. Ich nehme mal eben... Hä? Das ist irgendwas schiefgelaufen. So wollte ich machen. Ich nehme eben schon mal so eine Blume in die Pfoten. Dann haben wir schon ein bisschen den Blumenduft, den wir verbreiten. Falls eine Biene in der Nähe ist, dann riecht sie das und kommt vielleicht in unsere Nähe. Vielleicht locken wir damit noch mehr Bienen an, mit dieser duftenden Blume. So 3 Stunden später, das Ding lässt die Köpfe hängen. Komplett weggegammelt. Fuchs hat immer noch keine Biene gefunden, so wird's aussehen. Aber erstmal abwarten. Man muss ein bisschen positiv denken, ne? Das wird. Ich habe da immer noch Hoffnung. Ich hab da noch Hoffnung. Bidi, 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 wo bist du? Gehen wir mal hier entlang. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Blümchen. Und Hühner. Und Bäume. Und Wasser. Ah, langsam. Wird's kritisch, wir haben nichts mehr zu essen. Das heißt, wir können uns bald nicht mehr rennen, fortbewegen. Du. Hoch auf den Berg. Zack, 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 zack. Tja, wo sind die Bienen? Ah! Hallo Schweine, habt ihr Bienen gesehen? Keine Bienen? Och Gott, die Folge ist schon wieder rum. Alter Fass. Kannst du ja gar nicht glauben. Eine ganze Folge lang rumgeeiert, um nach Bienen zu suchen. Ich dreh durch. Und dabei keine gefunden. Das ist das Traurige. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen. Ich mach gleich zur nächsten Folge die Dünenmap auf und lese jetzt nochmal nach, welches Gebiet wir da genau suchen.
Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Auch wenn wir nur rumlaufen und die Gegend erkunden, aber ist auch schön. Und wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wenn wir gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und setzen unsere Suche nach den Bienen fort. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.